Wolfgang, wir fangen an. Es freut mich sehr, dass du Okay. dir Zeit nimmst, dass wir heute ein bisschen miteinander sprechen können. So ein bisschen läuft das Interview unter, finde ich, große Persönlichkeit, weil ich habe mich mit deinem Leben auseinandergesetzt und dachte so, oh mein Gott, da reichen 20, 25 Minuten gar nicht. Aber wir probieren es trotzdem. Wir probieren. meine erste Frage ist so ein absoluter Klassiker. Ich stelle sie aber fast jedem. Wie geht's dir denn gerade? Sag mal. Bisschen viel Stress, aber trotzdem gut. Gut, das ist schön. Okay, dann steigen wir doch gerade mal ein. Wenn ich dich google und suche da, was du schon gemacht hast oder was dich ausmacht und so weiter, dann lese ich immer, ich zitiere das jetzt gerade mal, einer der kreativsten und innovativsten Haarkünstler der Szene. So, dann erklär mir doch mal als Nicht-Haarkünstler, was ist denn der Unterschied zwischen einem Haarkünstler und einem Friseur zum Beispiel? Ja, also das heißt, es kommt auf die Herausforderung an. Ich habe mir schon, wie ich in die Lehre gekommen bin, hatte ich eine ganz entscheidende Begegnung von einem Friseur, der hieß Fred Miebach, den habe ich bis zum Tod begleitet. Und wie ich mit 14 Jahren in die Lehre gekommen bin, war ich so fasziniert, wie der Mann Haare geschnitten hat. Da habe ich gesagt, Herr Miebach, wie schneiden Sie eigentlich Haare? Sagt er, Haare schneiden, geh ins Kino, wie Marlon Brando aussieht, du musst Haare modellieren. Ah, Also das okay. heißt, diesen Virus, den er dann gesetzt hat, im Grunde genommen die Menschen mit Haaren zu gestalten und nicht ein Friseur Dienstleistung an den Mann zu bringen. Das ist so der Unterschied, dann meinst du. Also das Ja, ist so einfach. dieser künstlerische Aspekt auch, ne? Ja, vor allem die, mich mit Menschen zu beschäftigen, mit Physiognomie. Ich habe mich auch mit visagistischer Lehre beschäftigt. Wie kann man einfach die Menschen verschönern? Und gerade das Haar der Frau ist von Natur aus ein erotisches Signal. Und das muss es auch bleiben. Okay. Würdest du sagen, dass das im Alltag öfter mal unterschätzt wird? Also von Leuten, die jetzt sagen, oh, es gibt ja viele Leute, die sagen, oh, ich möchte an mir arbeiten, ich möchte irgendwie das Beste aus mir rausholen. Würdest du sagen, dass die Haare so ein Ding sind, was oft unterschätzt wird? Im Unterbewusstsein. Im Grunde genommen gibt man einfach Menschen, die haarmäßig gestaltet sind, nicht eine Friseurdienstleistung, sondern die gestalterischen Aspekte, sehr viel Selbstvertrauen. Okay. Ja, stimmt, das merkt man, wenn man beim Friseur, also ich, ne, ich war jetzt noch bei keinem Haarkünstler, aber wenn ich beim Friseur war, dann geht es einem eigentlich gut, ne? Das ist eigentlich so, stimmt, du hast eigentlich recht, ja. Bei dir hat sich das auch schon relativ früh entwickelt, ne? Also du hast es eben schon kurz angeschnitten. Ich hatte es auch gelesen. Mit 14 war eigentlich so für dich, da hast du, glaube ich, schon deinen ersten Wettbewerb auch gewonnen, habe ich gelesen, ne? Also Genau. die Marschrichtung war ja relativ früh klar, oder? Ja, vor allen Dingen, das war einfach eine Herausforderung, über Wettbewerbe sich einen Namen zu machen. Und dieses Fieber, was ich in mir hatte, habe ich sehr, sehr intensiv an mir gearbeitet und einfach aber immer eins in Betracht gezogen. Nicht irgendwelche Haarkreationen und Dodellocken zu machen, sondern die Menschen zu verschönern, ihnen in mit der Haargestaltung den Charakter zu unterstreichen, die Personalität. Okay, also jetzt könnte man so vereinfacht, also für den Laien jetzt wieder, so die perfekte Frisur an sich gibt es eigentlich nicht. Die Frisur ist dann Nein. perfekt, wenn sie zu dem passt, der sie trägt. Ja, also wie ich damals noch als Friseur gearbeitet habe, hatte ich eine Rezeptionistin und die mich nicht kannten, haben dann Termin mit mir gemacht. Die hat folgende Order: Der Herr Schmitz macht nur, wie er das möchte. Jetzt kamen die alle an mit Fotos, ne? So und so und so. Da habe ich Ja. gesagt, das bringt nichts, ne? Weil jedes Gesicht ist einfach anders, ne? Also außer Ja. Zwillinge und so, aber Ja, gut. und einfach die Persönlichkeit, die Personalität des Menschen zu unterstreichen und mit den Haaren zu gestalten. Weil das Haar ist das Letzte, was jemand interessieren sollte, sondern der Mensch muss wirken. Über die Haarkreation. Cool. Warte mal ganz kurz, bei mir hat es einmal kurz geblinkt eben, dass das jetzt hier. Moment. Ja, okay, funktioniert. Ja. Genau, also, aber wenn ich jetzt nochmal zurückgehe auf diese 14 Jahre, also als du mit 14 Jahren da diesen Ja. Wettbewerb gewonnen hast, das war die Leidenschaft, höre ich jetzt raus, für Haare und so weiter. Aber war denn da für dich schon klar, dass du in beruflicher Hinsicht da in die Richtung gehen möchtest? Oder war das so, ja, ich Ja. interessiere mich dafür und ich gucke mal, was kommt? Nee, also meine Eltern hatten ja ein Friseurgeschäft. Ja.
Ich konnte aber werden, was ich wollte. Und wie gesagt, diese Begegnung mit diesem Herrn Fred Miebach, die haben in mir im Grunde genommen das Fieber und das Feuer gelegt, um einfach aus diesem Beruf das Optimale zu machen. Einfach auch dieses Fieber, was man haben muss. Deswegen über die Wettbewerbe. Ich habe mich ja vor den Wettbewerben vorher eingeschlossen und habe rumexperimentiert. Und dieser Kampf mit seinen Kreationen dann auch noch zu gewinnen, das ist schon war eine große Herausforderung, ein schwieriger Weg, weil ich halt war der Einzige, der nie einen Trainer hatte. Ich habe mir das einmal alles autodidakt selbst beigebracht. Ja. Ja, ich finde auch diese Verbindung gerade so spannend, wenn du gesagt hast, okay, du hast auf der einen Seite so die Haare, dann hast du den Typ, also das Aussehen von dem kompletten Menschen, du hast diesen Schönheitsaspekt. Ja. Das stimmt, du hast ja auch Charlize Theron und Nadja Auermann entdeckt, ne? Also ist ja wirklich so ein Ja, Nadja Auermann Schönheits. hab ich nicht entdeckt. Charlize Theron habe ich entdeckt. Und zwar, es war ja so, die einzelnen Stationen, ich war ja erstmal Friseur, habe dann alle großen Wettbewerbe gewonnen, auch den Grand Prix von Paris. Und dann hat mich als erster L'Oréal unter Vertrag genommen. Das heißt, ich habe für L'Oréal große Shows gemacht. Da haben die Leute Eintritt bezahlt, die Friseure, und ich habe mit ihren Produkten die Haarkreationen gemacht. So fing das alles mal an. So, und dann habe ich mich nachher weiterentwickelt. Das heißt, ich habe mich mit Filmen, mit Fotografie, mit allen so Dingen auseinandergesetzt, dass ich im Grunde genommen vom Friseur nachher auch die Fotos gemacht habe, auch die Filme gedreht habe und geschnitten habe und habe dann Erfindungen gemacht. Also ich habe mich immer weiterentwickelt, wie meine Kreationen und die Hingabe dafür auch optimal audiovisuell kommuniziert werden können. Und dann ist dir Charlize Theron über den Weg gelaufen. Nein, und dann hatte ich ein großes Shooting in Amerika, in Los Angeles. Und wenn man dort Outdoor dreht auf der Straße, braucht man eine Permits, eine Genehmigung. Damals war ich schon Regisseur und so weiter. Da habe ich sie Eis essen gesehen. Ja, und da habe ich gesagt, das war so ein bisschen Marilyn Monroe-Approach. Blond is more fun. Da habe ich gesagt, haben Sie nicht Schluss? Doch, da habe ich mit ihrem Vertrag gemacht für $250. Ja, und dann haben wir natürlich das da gedreht. Ich habe nochmal mit ihr gedreht in Miami, ein paar Jahre später. Da habe ich sie leider aus den Augen verloren. Ne? Wahnsinn. Okay, ja, manchmal sind sie Zufälle im Leben, ne? Ich Ja, das meine. war ein Naturtalent. Also, wie gesagt, da habe ich noch Kamera gemacht. Also, der brauchtest du gar nichts zu sagen. Die konnte dieses Marilyn Monroe-Feeling fantastisch darstellen. Ja, stimmt jetzt auch, wo du es sagst mit diesen Locken, die sie da hatte, ne? Das passt schon Das alles. Das ist war schon ja, sehr cool. blond, so richtig mehr. Blond is more fun, hieß das Thema, ja. Ja, und jetzt hör mal, jetzt möchte ich aber auf jeden Fall noch mal, also wie gesagt, deine Biografie, die ist so riesig und so groß, aber wenn wir jetzt mal aufs Jetzt und aufs Hier und Jetzt gucken, wenn ich dich jetzt nach deinen Ja. aktuellen Projekten frage, Ja. dann ist da ja gerade eine Haarpflegeserie so aktuell, wo es unter anderem um Haarverjüngung auch geht. Erzähl mir doch mal Genau. was darüber. Was macht denn diese Haarverjüngung oder was macht diese Also. Haarpflegeserie aus? Was muss man da wissen? Also alles ist besetzt gegen Schuppen, gegen trockene Haare, gegen gefärbte Haare. Ich habe mit einem Produzenten, mit dem ich jahrelang arbeite, der schon seit über 10 Jahren in Deutschland Nummer 1 ist von der Qualifikation, aber nur Friseure beliefert, konnte ich mich dessen Labors bedienen und habe dann einfach experimentiert, einfach dem Haar etwas zu geben. Beispiel, alle Mitbewerber, die haben so und so viel Shampoos, so und so viel Pflegestoffe, so und so viel Style. Nein, ich wollte einfach dem Haar in allererster Linie den Wasserhaushalt zurückgeben. Das heißt, wenn du heute eine Pflege nimmst, dann schließen sich die Schuppenschichten, aber das Haar wird schlaff, es glänzt. In dem Moment, wenn ich ihm aber den Wasserhaushalt zurückgebe, was durch den Luftsauerstoff und Umwelt ausgetrocknet ist, Haare werden ja dann trocken und spröde. Und wir den Wasserhaushalt zurückgeben, dann verjüngen wir das Haar wie früher und es hat enorme Spannkraft und Volumen. Ist also nicht durch eine Pflegeserie flach, hat zwar Glanz, aber hat keine Sprungkraft mehr. Er hat kein Volumen mehr. Okay, also das Prinzip ist ja eigentlich dasselbe wie bei der Haut, höre ich so ein bisschen raus, ne? Auch so die Sache mit der Feuchtigkeit. Ja, Haut und Okay. Haar ist also, obwohl es ein bisschen Unterschied, ne? Haar ist Keratin und Haut ist Protein, ne? Ja.
Ja, okay, da bist du jetzt der Fachmann für. Ich habe mich nur gerade Ja. wiedergefunden in diesem, man macht Ja. Pflege drauf und es hängt dann so runter. Ja, Ja. ne, das kenne ich. Geglänzt war dann, ja. Ja, genau, aber es ist halt irgendwie so, ja, ich weiß, wie du meinst. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte es gerne mal ausprobieren, worauf muss ich denn da achten? Also du hast eben schon gesagt, es gibt für trockenes Haar, es gibt für schuppendes Haar und so weiter. Das heißt, ich kann mir quasi im Online-Shop ein Produkt aussuchen, was ideal zu mir passt. Ja, diese Produktserie hat ja nur drei Produkte: ein Shampoo, eine Pflege und ein Styling-Produkt. Das ist eine Product Family. Also, das heißt, nicht so und so viel Shampoo-Unterschiede und so viel Pflege und so viel Styling, sondern nein, diese drei Produkte addieren sich zu diesem Ergebnis. Guck mal, okay. Super. Okay. Und das heißt, es Das ist ist jetzt, alles, von Bremsjö, das ist alles neu. Weißt du, ich ja. habe jahrelang für L'Oréal, für Wella, für Schwarzkopf in den Labors gearbeitet. Ich habe ja die ganzen Shooties auf der Welt gemacht, gedreht. So, und da ich aber immer noch von der Herkunft Friseur war und immer noch stolz darauf bin, da habe ich im Grunde genommen alles hergeholt. Habe das dann nachher in Kommunikation, in Produktentwicklung, in Packungsdesign. Zum Beispiel habe ich damals, war ich der Erfinder des Gels. Es gab gar kein Gel. Da habe ich noch bei L'Oréal gearbeitet und habe dann Studioline gemacht. Studioline ist heute noch die erfolgreichste Pflegeserie, aller Styling-Serie der Welt, ne? Mit dem Piet Mondrian auf dem Backshot. Also ich habe so Packungen entwickelt. Also alles rundherum, aber immer vom Feeling her nie das Ziel verloren, ne? Ich habe mich nur den einzelnen Modulen bedient, um das Ergebnis zu erzielen. Ja. Und wie Weil nur lange hat es jetzt? Ergebnisse werden. Ja, weil das Ergebnis ist ein gutes Stichwort, weil wie lange hat es denn gedauert, bis das Ergebnis jetzt, zu deiner aktuellen Serie, bis Also das so insgesamt, fertig war, bis du gesagt hast, so ist perfekt und so möchte ich das gerne auf den Markt bringen. 3,5 Jahre. Oh, das ist schon ordentlich, ne? Bist Ja, du da so ein guck mal. Perfektionist? Ja, nein, man muss ja heute die Konsistenzen lagern. Man braucht den Industrieverband, ja. Es muss recycelbar sein und. Und für den Düften bin ich nach Südfrankreich geflogen und. Ich wollte einfach von der Pike an für das, was ich mir vorgestellt habe, die Module in Form der Produktherstellung und der Kommunikation. Deswegen ist ja dieser Brand Haarverjüngung überhaupt nicht besetzt. Das gibt es ja gar nicht, ne? Ich habe das auch tatsächlich das erste Mal gehört, als ich das auf der Seite bei Nein, dir das gibt's gelesen nicht. hatte, ne? Das Ja. gibt's nicht, ja. Und das Okay. ist einfach unglaublich wichtig, weil wir einfach auch gerade in Deutschland, die durch diese Umwelt und so weiter die Haare werden einfach spröde und dann nimmt man Kuren und dann nimmt man Shampoos, wie gesagt, aber die Haare chemisch dann zum Glanz bringen, aber sie werden schlaff. Ja? Ja. Man hat die Schuppenschicht schließt sich, aber die Spannkraft fehlt, die Natürlichkeit fehlt. Und die Probanden, die das ausprobiert haben, die sind so begeistert, die reißen mir schon das Telefon. Aber wenn du das alles alleine machst, Ja. ja, aber ich kann immer wieder auf meinen Ursprung zurückgreifen und Ja. wie ich in den Labors gearbeitet habe und dies und das, ja, und Produkte entwickelt. Ich habe ja vier Erfindungen gemacht, auch noch. Ne, also Ja. Kolorations-Applikationsmittel. Das heißt, die Liebe zum Haar und immer hole ich mir die Inspiration back to the roots, weil ich das Haar liebe. Man muss das Ja. Haar lieben. Ne, Ja, ich nur. glaube, das ist auch mit so das, kann man das sagen, weiß ich nicht, Erfolgsgeheimnis, ne? Also ich meine, wenn man hört das hier raus, wenn man mit dir spricht, dass das nicht so irgendwas ist, ja, ich bringe da mal was auf den Markt und guck mal, ob es gut ankommt oder so. Also du stehst ja auch Gottes wirklich Willen. dahinter, ne? Das ist mein Leben. Das ist also Magier und Haarverjüngung ist mein Leben. Da habe ich sehr, sehr lange dran gehabt und habe ja auch Teste gemacht und die Probanden waren unheimlich begeistert, ne? Ich habe Ja. also nicht gesagt, das ist es jetzt und jetzt machen wir mal, sondern ich habe alle Schritte, die im Marketing und Produktentwicklung notwendig waren, alle ausgeführt und alle Ja. Step by Step realisiert. Gibt es denn irgendeine bestimmte Zielgruppe, die ihr habt? Oder ist, kann man so verallgemeinern sagen, alle, die schöne Ja, also Haare sagen wir wollen? mal, Weißt du, ich meine? es gibt eine Kernzielgruppe, das sind Ja. 35- bis 40-Jährige. Aber ich ziehe vom Marketing von unten hoch und von oben runter, weil auch Ah, heute okay. junge Frauen haben auch spröde Haare. Weißt Ja. du, weil die arbeiten mit so und so viel Haarspray und Gels und so, das schädigt ja alle das Haar. Ne? Das heißt, das Haar muss
Glanz, Sprungkraft und Attraktivität haben, ne? Ja. Ja, das ist so ein bisschen, hat das jetzt auch meine nächste Frage beantwortet. Ich wollte dich nämlich fragen, was so der Hauptfehler bei der Haarpflege ist, ne? Weil man hat ja manchmal so den Eindruck, manche machen so nach dem Motto, mehr ist mehr, also Hauptsache drauf und das funktioniert dann irgendwie Genau. schon. Also deiner Meinung nach braucht man gar nicht so viel, sondern umgekehrt eigentlich nur die richtigen Sachen, oder? Man braucht im Grunde genommen, wie gesagt, diese Produktreferenzen, die es pro Produktkategorie gibt, mit 10, 15 Shampoos, mit Pflegekuren, mit Styling-Produkten. Das ist dann alles ein Produktwald. Ich habe das Ja. alles reduziert auf das Wesentliche, auf das, wo es ankommt. Ja. Und diese drei Schritte, die geben das neue Haarerlebnis der Verjüngung. Das heißt, die Verjüngung heißt im Grunde genommen, auch 20, 25-Jährige haben schon durch den Umwelt und so weiter und die ganzen Dinge auch schon keine Qualität mehr. Aber die Ja. Kernzielgruppe sind 35-Jährige. Ja, okay. Und die profitieren dann auch von einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis? Ist jetzt Ja, gemein, doch, wenn ich doch, das frage, aber wenn ich doch. mal in meinem Ernst, wenn man jetzt so hört, so, oh, das sind hochwertige Produkte, ne? Und dann denkt man sich ja auch, was kostet das wohl? Aber ist dann vom Preis-Leistungs-Verhältnis, ist es nicht so, dass es nur für die Schönen und Reichen ist wahrscheinlich, sondern Nein. auch für alle anderen? Gut. Jetzt nicht für Dumping-Leute, also die für ein Shampoo Ja. 2 € ausgeben, das ist nicht die Zielgruppe, ne? Also es sind schon, und die Menschen legen heute sehr, sehr viel Wert auf ihre Haare. Ich meine, das weißt du ja selbst, attraktive Haare und schöne Haare geben ja auch Selbstbewusstsein. Ja, ja Die klar. haben ja auch was mit dem Image, mit dem Feeling zu tun, wie man dazu steht. Ja. Okay, cool. Und meine letzte Frage wäre jetzt abschließend, was wünschst du dir denn für deine Produkte? Also ich meine, ich glaube, ich könnte mir es vorstellen, wenn man so in deiner Position ist und wie du sagst, schon so viel gemacht hat und auch so viel Erfahrung gesammelt hat, dass man bestimmt auch mal so zurückblickt und denkt so, boah, war schon eine geile Zeit irgendwie, ne? Und dass man jetzt, wenn man die Ja. neuen Produkte hat, die man dann auf den Markt bringt, was wünschst du dir für die? Oder was wünschst du dir für die Leute, die sie benutzen? Dass sie mit ihren Haaren glücklich werden, dass sie ein neues Haarerlebnis haben. Ja, damit sie die Liebe zum Haar haben. Das, wie gesagt, das Haar ist ein erotisches Signal. Dass die Haare einfach wieder leben, dass man einfach, dass das Selbstbewusstsein auch damit fördert.